Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Zubi 2021. So, gut Leute, das ist ja das, was wir letzten Stream gemacht haben hier. Wir haben uns um dieses Loch gekümmert. Zumindest von außen. Innen müssen wir halt noch ein bisschen machen über die Zeit. Aber es ist auf jeden Fall schon mal besser. Eieieiei, haben wir viele Riesenorder. Eieieiei. Wir können jetzt gleich den ganzen Markt überschwemmen. Handel. Mal sehen, ob wir losbekommen. Ach übrigens, Leute, ich weiß jetzt, wie man Unterwassertunnel baut. Glaube ich zumindest. Ich habe mir ein Tutorial-Video angeschaut. Wow! Guckt mal, Leute, wir haben 39.000 Arterhaltungspunkte. Die Riesenotter verkaufen sich wie warme Semmel. Vielleicht sogar noch etwas besser. Das ist ja der Wahnsinn. Wir können uns dann richtig krasse Tiere dann kaufen, wenn wir wollen. Und damit weiterzüchten auch. Die Riesenotter lohnt sich ja mal richtig. Alle wollen Riesenotter. Also Riesenotter kann ich wirklich nur empfehlen, die irgendwie zu züchten und verkaufen. Das lohnt sich wirklich derbe. So, gut Leute, ja, und weil die Riesenotter, ne, weil die ja so eine große Attraktion sind, dachte ich mir, okay, machst du mal noch ringsrum noch ein bisschen schöner, versuchst auch mal noch ein bisschen ein paar Gebäude zu bauen. Wir werden übrigens in dieser Folge, Leute, wird sehr, sehr, sehr viel passieren. Es wird sehr viel passieren. Wir werden in dieser Folge die Kegelrobben mit in den Zoo reinnehmen. Wir werden einen Unterwassertunnel bauen. Wir werden das Okapi-Gehege werden wir schön machen. Wir werden einiges an Gebäuden bauen. Wir werden ringsrum in den Zoo einiges ausmalen. Es wird wirklich sehr, 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 sehr viel passieren. Und ja, ne? Hier, wie gesagt, bin ich erstmal noch bei den Riesenottern und versuche das so alles erstmal so ein bisschen in diesem sehr entspannten Dschungel-Touch irgendwie weiter fortzuführen. Also so mit so einem Heudach und schön viel mit Holz arbeiten. So, und dann sieht das auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen besser aus, weil Gebäude haben wir wirklich aktuell fast gar keinen in unserem Zoo. Beziehungsweise irgendwas mit Dach, ne, wo die Leute sich auch mal drunter stellen können. Und ich denke, da macht das sich auf jeden Fall ganz gut, da hier und da noch ein bisschen was hinzuzufügen und zu ergänzen. Hier sind wir jetzt noch gegenüber von dem Ottergehege, also quasi bei den Okapis. Und hier ist ja ein bisschen so das Ding gewesen, ne, dass die Okapis sich ja sehr, sehr gestört fühlen, wenn die Gäste reingucken und laut sind. Und allgemein wollen die Okapis die Gäste auch nicht sehen. Weswegen ich da auch so ein Fenster davor gemacht habe mit so einer einseitigen Sichtwand, ne? Und ja, die Wand wird jetzt noch ein bisschen schöner gemacht und dann ist das auch erstmal okay. So, ist halt vom Stil relativ ähnlich wie bei den Riesenottern das Gebäude, aber ja, ne, ist ja auch quasi ein Konstrukt, von daher kann man das ja machen. Nachwuchs erwartet. Seht ihr? Nee. Oh. Das ist unser Koala-Baby. Aber da ist schon ein zweites lang gelaufen. Das hat mich jetzt gerade irritiert. Warte mal. Okay, Leute, wir haben ein goldenes, weibliches Otterzeichen, Koala-Baby bekommen. Woo! Größe 100, Lebenserwartung 75, 83, 83. Das ist richtig gut, Leute. Ich werde langsam wirklich zum Zuchtprofi hier. Und du? Schon 1,2 Jahre alt. Okay, passt mal. Voll gut. Ja, also alle unsere Tiere scheinen sich erstmal sehr, sehr wohl bei uns zu fühlen. In jedem Gehege, wo ich gucke, wird ständig neues Baby geworfen. Und ich muss sogar schon ein bisschen die Simulationsgeschwindigkeit reduzieren. Ne? Das geht ja in den Optionen bei Spieleinstellungen, kann man ja einstellen, dass die Tiere nicht ganz so schnell alt werden und die Tiere auch nicht ganz so schnell Babys bekommen. Dass die einfach, dass das ein bisschen länger simuliert wird, weil ansonsten würde ich gar nicht mehr zum Bauen kommen, sondern müsste mich die ganze Zeit nur noch um die Organisation unserer Tiere kümmern. Was auch cool ist, ne? Ich lege da ja auch ein bisschen den Fokus drauf, Arterhaltungspunkte zu sammeln, sodass wir uns dann auch bald mal noch ein paar richtig, richtig coole Tiere kaufen können, die vielleicht auch mal 10.000 Arterhaltungspunkte kosten. Aber ich will natürlich auch ein bisschen bauen. So, ne? Dementsprechend habe ich das mal ein bisschen reduziert. So, ja, hier das nächste Gebäude habe ich auch jetzt wirklich schnell für euch mal zusammengefasst. Habe ich einen etwas moderneren Touch ausgewählt, zumindest was das Holz angeht. Trotzdem werden wir halt sehr viel mit Holz hier auch wieder arbeiten, was einfach sehr gut passt. Dann wird das Ganze noch ein bisschen verkleidet mit so einem arktischen Holzbalken. Ich muss halt irgendwann auch mal ein bisschen anderes Holz nehmen als immer diese ostasiatischen Balken oder so. Ne? Und irgendwie passt das ja auch ganz gut zu dem etwas moderneren Touch. Das sieht halt alles ein bisschen cleaner aus.
Und das Gebäude wird jetzt noch nicht komplett fertig, aber mir war es erstmal wichtig, dass da mehr steht als irgendwelche grauen Klötze. Und gerade mit solchen Balken kann man wirklich sehr viel das Bild nochmal aufhübschen. Wenn ihr das irgendwie als Kontur nehmt oder als Rahmen, dann sieht das automatisch immer dann gleich nochmal ein ganzes Stück besser aus. So, auch wenn man an dem Gebäude jetzt noch einiges dann machen kann, es ist auf jeden Fall erstmal ein kleiner Fortschritt. So, ne? Ich bin ja immer nicht so ein großer Fan davon, Gebäude zu bauen. Ich mache halt immer lieber Landschaft und Natur und so. Aber wenn ich einmal dabei bin und so irgendwas mit so einem Gebäude mache, macht's halt dann doch wieder Bock. Nur habe ich dann noch sehr viel Platz nach oben. So, ne? Also das kann man auf jeden Fall alles noch viel, viel besser hinbekommen. Aber vielleicht kommt das ja noch alles mit der Zeit. Mal schauen. So, und unsere Okabis sind auch fleißig. So, wer ist das Kleine? Ah, Bronze, okay. So, Leute, wer wäre gerne Nombl? Nomple. So ein Weibchen. Und weil die so fleißig sind, werde ich mich jetzt auch gleich erstmal um das Okabi-Gehege kümmern. Ist vielleicht in dem einen oder anderen schon aufgefallen, dass da hinten immer noch diese hässliche Ziegelmauer ist. Rechts hinten sieht man das gerade so leicht. Das werden wir alles dann gleich schön machen. Ne? Das wird jetzt alles schön hübsch gemacht. Davor wollte ich aber noch die Brücke, diese große Brücke von den Erdfergeln, die zum Okabi-Gehege geht, von diesem einen Rundweg da, wollte ich jetzt erstmal noch ein bisschen cooler machen. Und ich dachte, probierst du mal was anderes. Also ich arbeite auch hier wieder mit diesen ostasiatischen Balken. Aber ich dachte, ich versuche diesmal die Brücke ein bisschen anders zu gestalten. Und sie sieht am Ende auf jeden Fall so aus, ja okay, ist nicht alles 100% symmetrisch und genau, aber passt ja irgendwie auch in das Biom rein, finde ich. Auf jeden Fall sieht die Brücke trotzdem nicht instabil aus oder so, von daher ist alles okay. So, jetzt hier noch dieser wichtige Test, kommen die Leute auch durch, gerade so, ist in Ordnung. Und auch das ist jetzt natürlich nicht die hübscheste Brücke, aber die Brücke, es sieht halt trotzdem auch wieder irgendwie passend aus. Und von daher finde ich es okay, kann man so machen. Vielleicht verziere ich das später noch oder hau da noch ein bisschen Vegetation hin und dann hat sich die Sache auf jeden Fall. So, und jetzt kommen wir zu einer Sache, die ich wieder sehr gerne mache, nämlich diesen ganzen Bereich schön ausmalen mit Steinen und Pflanzen, sodass hier wirklich so ein richtig schöner kleiner Dschungeltouch wieder entsteht. Jetzt befinden wir uns gerade, ne, die Brücke, die wir vorhin noch hübsch gemacht haben, in Anführungsstrichen, also erst haben wir den Laden gemacht, also das Haus ausgekleidet, dann haben wir die Brücke gemacht und wenn man die Brücke weitergeht, dann kommt man ja zu dieser Treppe nach unten, wo einer der wenigen Aussichtspunkte für die Gäste in das Okabi-Gehege ist. So, und jetzt werde ich auch endlich mal wieder ein bisschen mehr mit Felsen arbeiten, beziehungsweise mit den Beamfelsen. Allgemein will ich ja weniger mit Felsen arbeiten, als noch im alten Zoo. Aber hier und da, gerade wenn man das schön natürlich mag und so, bietet es sich halt einfach an. Ne? Und gerade hier ist das, glaube ich, eine perfekte Stelle, wo es einfach mal ein bisschen felsiger ist. Habe ich jetzt einfach mal so festgelegt. Und das große Ziel ist jetzt einfach, das ganze Okabi-Gehege überall, da wo der Weg lang läuft, sollen die Gäste an sich nicht reingucken können. Ne? Weil, wie gesagt, die Okabis sind scheu und so und deswegen müssen wir das halt schon davor ein bisschen definieren, wo die Gäste reingucken und wo sie sind und wo nicht. Und gleichzeitig war es mein Ziel, deswegen wollte ich will da nicht einfach nur eine Mauer haben, sondern wirklich eine schön natürliche Grenze dahin zu setzen.
So, und das versuche ich halt jetzt irgendwie zu lösen aus einer Misch, aus irgendwelchen Baumstämmen. Dann mache ich da irgendwie noch mit Felsen sehr viel. Und zusätzlich mache ich da irgendwie noch einen relativ massiven Zaun. Vielleicht wieder ein bisschen zu massiv. Aber so, dass wir einfach da ein bisschen Abwechslung haben und es irgendwie aber auch schön aussieht, die ganze Grenze da, ne? Cool, oder wie immer die Hufen. Alter, was geht mit dir? Der macht Parkour. Ein Parkour-Okabi ist das. Bums. Ja, ja, voll krass, wie die Sounds und so weiter sich da anpassen, ne? Also, ich glaube, Leute. Ich glaube, den Okabis gefällt das Gehege. Die mögen das. Die haben einen neuen Lieblingsspot. Guck mal hier. Kackern die aufs Dach, Alter. Wie geil ist das denn bitte? Jo, die haben High Ground. Das sind voll die PvP-Okabis. So, aber zumindest die grobe Form sieht wirklich schon deutlich, deutlich besser aus hier. Das gefällt mir schon mal. Hier können wir auch nochmal drüber gehen vielleicht. Hier, diese Balken werde ich auch nicht so lassen. Aber hier, das finde ich immer ganz okay. Und auch mit dem Felsen und so. Auch wenn wir hier das auch nochmal überarbeiten. Ich denke aber, nächster Schritt wird jetzt sein: Vegetation. Wir hauen denen jetzt viel Vegetation rein, denke ich. Ah, ist schon viel, viel besser, ey. Diese Steinmauer hat echt gestört. Gut, Leute, jetzt wird das noch final quasi poliert, das Gehege. Ne? Wir machen jetzt noch ein bisschen den Boden, passend, dass es gut aussieht und dass es auch den Okapis gefällt. Dann werde ich das Gebäude hier noch ein bisschen ummodeln, weil so dieses mit Stahlträgern und so, das passt halt irgendwie überhaupt nicht rein. Deswegen ein schönes Thatch-Dach und dann, ja, diese Balken werden dann einfach mit Holz ausgetauscht. Und dann kommt da noch überall ein bisschen Vegetation rein und dann haben wir das Okabi-Gehege soweit erstmal in einem okayen Zustand. So dass ich erstmal damit zufrieden bin, wo ich sagen kann, okay, vielleicht mache ich später noch ein bisschen dran was. Aber ich kann jetzt erstmal damit leben und kann mich jetzt erstmal einer anderen Sache dann widmen. So, und die andere Sache, das werden jetzt gleich dann die Kegelrobben sein. Und dann auch dieser Unterwassertunnel. Und der Unterwassertunnel, der hat mich ehrlich gesagt, das kann ich jetzt schon mal vorab sagen, so rein nervlich ganz schön an meine Grenzen gebracht. Ist das eigentlich ja nicht gedacht, dass man im Game, dass man sowas macht. Aber gleich später dann mehr dazu, wenn ich das dann mache, Leute. So, auf jeden Fall haben sie hier Okabis jetzt erstmal deutlich schöner. So, hier noch die kleine Wartestelle, wird auch noch ein bisschen Sand reingemacht. Also auch wenn ich das jetzt nachträglich nochmal sehe, gefällt mir das jetzt schon ganz gut. So, gerade wenn wir jetzt hier noch ein bisschen Vegetation reinballern. Ne? Übrigens noch eine kleine Sache, hier habe ich noch über dem Bach, der durch das Okabi-Gehege geht, hatte ich noch eine Brücke gebaut. Sodass die Okabis quasi auch über den Bach laufen können. Ne? Was ihr da vorne seht, das sind ja die Glasscheiben von dem Tunnel zu dem Riesenotter-Aussichtspunkt. Und da ist die Brücke gerade, die man kurz noch gesehen hat, die Steinbrücke. Wollte ich nur mal kurz mal zeigen, dass ich das auch gemacht habe, aber das hat irgendwie eine Stunde gedauert und ich habe so sehr mit der Kamera gewackelt, weswegen ich das jetzt nicht im Video irgendwie den Progress zeige, sondern einfach nur, wie es am Ende irgendwie ein bisschen aussieht. Ne? Also genau genommen habe ich da eine Stunde investiert, damit die Okabis 10 Quadratmeter mehr haben. Aber sie können immerhin über den Bach laufen. Immerhin. So, ja. Und noch mehr Vegetation. Aber hey Leute, ne, es ist halt so ein bisschen dschungelmäßig, das Gebiet. Da muss halt hier und da mal die eine oder andere Blume platziert werden. Und der ein oder andere Felsen. So, ne. Aber ey, Leute, das Problem ist, guckt mal, die gehen die Treppe runter und da ist gar kein Geländer. Das ist gefährlich. Darum muss ich mich halt auch noch kümmern.
Und damit es dann nicht mehr so gefährlich ist, kommt dann erstmal an den Zaun hin. Ja, und ich versuche dann mal was Neues. Super abgefahren. Ich mache nicht irgendwie einfach nur Holzbalken, sondern ich mache diesmal so einen Zaun mit so einem Seil. Ja, muss ja auch mal sein. Aber nee, ich weiß nicht, ist halt mal wirklich was anderes und sieht halt ganz okay aus. Also kann man auf jeden Fall machen. Wenn ich das so sehe, man müsste dann auf jeden Fall auch noch Holzbalken und alles machen als Rand von dem Weg und so. Aber darum kümmere ich mich dann später irgendwann mal, wenn wir dann noch die Brücke und so wirklich machen. Also ja, wenn der Weg dann weitergeht, quasi oben am Kapi-Gehege vorbei da. Jo Leute, jetzt ist es endlich soweit. Das Riesenotter-Gehege, wollte ich schon sagen. Das Kegelrobben-Gehege wird jetzt angefangen. Und das kommt jetzt quasi auf die komplett andere Seite von dem Hauptweg. So, und der Plan ist genau genommen, ne, da geht ja dieser Fluss lang, wo ich gerade das Wasser rausgenommen hatte. Und dieser Fluss soll auch gleich als Wasser dienen oder als Schwimmplatz für die Kegelrobben. Und ich wollte unbedingt, weil es sich auch viele auch gewünscht haben, einen Unterwassertunnel bauen. Das Problem ist aber, Unterwassertunnel sind überhaupt nicht vorgesehen in dem Spiel. Ihr müsst da, wie ihr hier gerade seht, ne, so ein quadratisches Loch machen, dann müsst ihr den Weg platzieren, müsst den Weg ein bisschen nach vorne bauen, dann eine Treppe nach unten, dann noch weiter nach vorne, in die Erde rein, dann müsst ihr die Erde zuschütten und dann theoretisch, wenn alles klar geht, könnt ihr von dem zugeschütteten Weg, während Wasser drin ist, den Weg wieder reinziehen in das Wasser. So, ihr habt jetzt wahrscheinlich null verstanden und nachvollziehen können, wie es geht. Ich empfehle euch, wenn ihr das selber mal machen wollt, ich hau euch mal einen Link zu einem YouTube-Video in die Videobeschreibung von dem Herrn Sean McBeard. Der hat nämlich ein sehr, sehr gutes Tutorial gemacht, wie das funktioniert mit dem Unterwassertunnel. Eine Sache ist nämlich auch, die Gäste werden nicht bewusst den Unterwassertunnel nutzen, um sich die Tiere anzugucken. Sie werden aber, wenn der Weg quasi eine Verbindung ist, irgendwie eine wichtige Verbindung, um von A nach B zu kommen, werden sie unten drunter durchlaufen. Und während sie unten drunter durchlaufen, werden die sich dann auch die Tiere anschauen. Das ist alles ein bisschen drumherum bauen, denn es ist wie gesagt von dem Spiel nicht vorgesehen, dass man sowas macht. So, wir versuchen quasi das Game auszutricksen. So, wisst ihr? So, wie ihr gerade gesehen habt, ich habe da hier diese Kuppeln benutzt, ne, um das so ein bisschen diesen Effekt von dem Unterwassertunnel noch hinzubekommen. Und dann haben wir ja überall diese Buggy-Rahmen von dem Weg. Und das kleide ich jetzt einfach mit diesen Aquafelsen aus. Hab dann auch den Weg noch ein bisschen umgestaltet von der Farbe her. Das sieht halt dann sehr schön aus, passend zu den Aquafelsen von der Farbe. Und so Step by Step, ne, entsteht dann wirklich so langsam aber sicher so ein Unterwassertunnel, der auch ein bisschen nach was aussieht, obwohl wir da eigentlich noch gar nicht so viel gemacht haben. So, jetzt gibt es einen kleinen Sprung. Ne? Ich habe mal überall schon eine Mauer gesetzt etc. Und jetzt kommt die erste Kegelrobbe rein. Lass mal gucken, wie es ihr gefällt und so. Ne? Yay! Wohlbefinden 0%. Oh, scheiße, sind die süß. Mein Gott! Die sehen aus wie die Kuscheltiere. Ich glaube, ich hatte sowas mal als Kuscheltier. Oh mein Gott! Die robbt! Die Robbe robbt, Leute. Hier machen wir es jetzt richtig schön. Richtig schön. Richtig schön. Okay, Leute, ich muss Pause machen. Wir müssen das jetzt hier auf 100% bringen oder so. Mindestens 100%. %94, Alter. Wir haben's! Ich habe mich noch nie so gefreut. Im Scheißspiel. So, dann robbt mal rüber, bitte. Ihr habt Platz. Robbt, los. Robbt. Robbt, robbt.
Na, guck mal, das ist das Schnellste hier. Das ist deutlich schneller als die Frauen. Das ist das Männchen, oder? Ja. Die sind nicht tot. Die sonnen sich. Bup, 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 bup. Oh, wie cool sind die bitte? Sonnen. Und die macht ins Wasser. Ja, weil sie hier ins Wasser geht. Aber guck mal, und bald laufen die Gäste hier lang, durch diesen Tunnel. So, und dann sehen die das. Dann laufen die hier durch und dann sehen die die Robben. Ja, cool. Ja, nice. Das funktioniert ja besser. Also warte, guck mal, da stehen schon überall welche. Die gucken sogar. Die gucken. Voll gut. Also dafür, dass das super buggy ist und eigentlich nicht so sein sollte und nicht geplant ist im Spiel. Das ist ganz geil. Ach du Scheiße, wie viel hier langlaufen, Alter. Das war der Superstau dann hier irgendwann. Aber ich find's halt trotzdem cool, Leute. Ich werde sowieso alles tausendmal noch ändern. Es macht überhaupt keinen Sinn, eigentlich jetzt mit Erde hier zu arbeiten. Oh ja. Okabi wird sich paaren. Woo! Okay, das ging schnell. Krass, die legen aber ganz schön los, weil das ist noch nicht mal ausgewachsen. Und schon paaren die sich wieder. Lul. Ich dachte gerade, es rennt voll auf dem Fuß weg. Aber es kommt nur bis dahin. Es kommt nur bis dahin. Hier nicht. Das geht nicht. Ach geil, wie die rumhüpfen. Also hier müssen wir noch irgendwas hinmachen. Irgendwelche Äste oder Bäume oder so. War das der, ich bekomme jetzt meine Babys-Move? Einfach mal so rausgeschüttelt. So, da bist du ja. Wir haben dich gar nicht mehr gesehen. Ja, alles gut. So, Baby-Time. 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 Oh, die ist weiß. Ah, die sind immer weiß, ne? Ach du Scheiße, sind die süß. Oh mein Gott! Das ist ja Zockerschock mal 100! Oh mein Gott, sind die niedlich! Muss ich gleich mal. Das ist ja schrecklich niedlich. Also, ich leg mich hier mit fest: Kegelrobben aktuell. Oh Mann. Wupp, wupp, wupp. Kegelrobben, aktuell absolute Lieblingstiere, meinst du? Wupp. Ja, ist mal ein bisschen langsam beim Robben. So, ist Bronze. Weiblich. 67, 67, 50, 83. Jo, reicht das mal, ne? Haben wir mindestens einen halben Meter. Haben wir zugelegt. Erstmal schlafen. So gut, Leute. Das war's dann erstmal mit dieser Planet-Zufolge. Ja, denkt an den Daumen, denkt weiter an den Support, Leute, ne? Also auch Feedback, freue ich mich immer sehr drüber. Und ja, wenn ihr im Livestream vorbeischaut oder so, ne? Die meisten von euch wissen es ja mittlerweile, ich mache das ja alles im Livestream und bereite das dann für YouTube noch ordentlich auf. Aber ihr könnt gerne auch mal vorbeischauen, für die, die es vielleicht bisher noch nicht geschafft haben, könnt ihr mal vorbeigucken. Link ganz oben in der Videobeschreibung, da kommt ihr dann zu meinem Livestream. Ne? So, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, bis zur nächsten Folge dann oder im Livestream halt. Macht's gut, tschüssi.